Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monolith. Ich möchte wieder in den Kontrollraum. Wir müssen herausfinden, was der Sicherheitsoffizier weiß. Denn uns fehlen zwei Ziffern, damit wir die kompletten Koordinaten haben. So, jetzt habe ich nicht eine wirkliche Idee, wo man hier danach suchen sollte. Also würde ich sagen, dass wir uns nochmal die Hologramme anschauen. genau. Hier hatten die doch zum Beispiel ihre große Versammlung. Da könnten wir gleich mal reingucken. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja irgendwie. Vielleicht ist da ja irgendwo ein versteckter Hinweis oder irgendwas hat man nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Wenn wir nicht weiß, etwas tun. Okay, Ruhe bitte. Und zwar alle. Danke. Also. Gestern haben wir eine Antwort der Kalenko erhalten. Sie wird uns in weniger als 3 Tagen erreichen. Da sie ein großes Schiff ist, muss sie weit außerhalb landen. Wir haben dort eine Notunterkunft errichtet und werden alle dorthin bringen. Was ist mit denen, die noch draußen sind? Sie sind jetzt 2 Tage überfällig und reagieren nicht auf Funksignale. Ihr genauer Aufenthalt ist unbekannt. Wir haben keine Wahl. Und das soll reichen? Dass wir sie einfach zurücklassen? Lasst mich erst erklären, welche Schritte wir planen. Dann können wir darüber diskutieren. Und ich würde in Anbetracht der Lage eine Abstimmung akzeptieren. In Ordnung? Gut. Also. Geplant ist, die Station mit dem NOAA-Evakuierungsprotokoll abzuriegeln. Die Türen zum Lagerraum und zum Labor lassen sich mit einfachen Mitteln offen halten. Eisenstangen würden genügen. So haben sie Zugang zu Werkzeugen und Nahrung. Wir nehmen nur mit, was wir für die Evakuierung benötigen. Die Kalenko verfügt über Scan-Technologie und Lebenserhaltung. Vielleicht können wir den Kommandanten überzeugen, noch ein paar Tage zu warten. Selbst wenn unsere Vermissten nicht funken können, werden wir sie beim Wiedereintritt in die Atmosphäre bemerken. Der Kommandant wird einen Teufel tun, wenn wir ihm berichten, was hier vorgefallen ist. Tessa und Mark verrecken da draußen, so wie Braun und Summers nicht wieder aufgetaucht sind. Wenn es so schlimm ist, wie du sagst, und wir alle so denken, sollten wir auch nicht hierbleiben, oder? Sie hätten schweren Herzens genauso gehandelt, weil es unsere beste Chance ist. Es war sogar die explizite Anordnung. Aber mein Angebot steht. Wir können abstimmen. Ja. Okay. Oh Gott, gucken wir uns die jetzt alle nochmal an. Ich würde sagen, wir beschränken das, glaube ich, erstmal auf die... mit einem Schloss hier vor. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken mal. Nein, nein. Wir freuen uns immer, Sie zu sehen, Mr. Bishop. Ich will auch gar nicht lange bleiben. Ihr macht gute Arbeit, aber es gibt wichtige Neuigkeiten. Noch etwa 1 Jahr, dann werdet ihr den Planeten verlassen können. Die Erträge verringern sich, was nicht an euch liegt. Und die Routen haben sich verschoben. Es wird Ausgleichspositionen und Entschädigungen für alle Beteiligten geben. Oder andere Möglichkeiten und Abfindungen für alle, die das möchten. Das... Nun, was soll ich dazu sagen? Ich gebe es an die gesamte Belegschaft weiter. Mit einigen aus Ihrem Team werde ich auch noch persönlich sprechen. Ihren Mann zum Beispiel. Aber davon ab, haben Sie irgendwelche Missstände zu berichten? Nun, ein Team wird vermisst. Es sollte eigentlich gestern zurückkehren. In dem Quadrant gab es gestern einen Sturm. Insofern ist das noch nicht ungewöhnlich. Der 2. Rover steht bereit, um sie zu suchen. Aber noch sehen wir dafür keine Notwendigkeit. Aufschlussreich. Ich teile Ihre Einschätzung. Dennoch, bleiben Sie aufmerksam. Natürlich, immer. Okay, das hat mich jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Erreichbar sind 3 Planeten im Sonnensystem. Sie haben errechnete Lebensfähigkeiten von 22, 29 und 42%.
Zum Vergleich, hier sind es 94%. Ihre Entfernungen sind in derselben Reihenfolge 2 Tage, wieder 2 Tage und 4 Tage. Das Schiff hat Energie für 10 bis 11 Tage, je nachdem, ob es Komplikationen gibt und wie viel Energie bei der Navigation auf dem Planeten verbraucht wird. Klingt eng. Das war schon knapper. Schon wahr. Speichern Sie die Koordinaten des dritten Planeten in den Flieger ein. Und danke für Ihre Mühe. Du scheinst sicher zu sein. Schon wahr. Speichern Sie die Koordinaten des dritten Planeten in den Flieger ein. Und danke für Ihre Mühe. Ich meine eher, du wirkst glücklich. Was? Nein. Die Umstände gefallen mir überhaupt nicht. Ich meine, ich mag die Aufregung einer Herausforderung. Das muss ich ja zugeben. Das gibt mir einfach Leben, Energie. Es wäre mir aber lieber, wenn nicht so viel auf dem Spiel stünde. Ja, das hat mir jetzt noch weniger gebracht, weil nicht mal der Sicherheitsoffizier an diesem Gespräch beteiligt war. Ich glaube nicht, dass mir das dann weiterhilft. Leider steht hier auch immer nicht, wer da spricht und wer nicht. Commander Carter, ich hoffe, diese Nachricht kommt rechtzeitig bei Ihnen an. Ich habe Sie auf allen Nachrichtenkanälen angefunkt. Bislang kam keine Antwort, aber ich versuche es nun zum letzten Mal. Wir haben das Evakuierungsprotokoll Noah gestartet und bald abgeschlossen. Ein Rettungsschiff ist unterwegs und wird uns aufsammeln. Am Evakuierungspunkt haben wir bereits einen Unterschlupf errichtet. Weitere Schiffe haben sich nicht gemeldet. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir in der Lage sein werden, ein zweites Schiff hierher zu schicken. Verflucht, ich weiß nicht mal, ob die Corporation das überhaupt tun will. Der Außenposten sollte sowieso aufgegeben werden. Das ganze Team, samt Familien, alle sind am Rettungspunkt oder erreichen ihn bald. Ich werde mich gleich anschließen. Wir hatten Probleme mit den Fahrzeugen, haben aber keine Zeit mehr, uns darum zu kümmern. Den einzigen funktionstüchtigen Rover werde ich also schweren Herzens verwenden, um zum Rettungspunkt zu kommen. Ein Rover bleibt defekt im Hangar zurück. Ich hoffe, Mark und Sie können ihn wieder fahrtüchtig machen. Überhaupt hoffe ich, dass Sie rechtzeitig ankommen und ich Sie noch einmal sehe. Der Sektor des Evakuierungspunktes in der Datenbank lautet 2914. Joe. Eigentlich war gar nicht geplant, dass du nicht reden kannst. Aber warum eigentlich nicht? Okay. Er sagte irgendwas mit N. Aber ja, das ist auch... Hilft uns, glaube ich, auch erstmal nicht weiter. Ich kenne nur einen Teil der Koordinaten des Evakuierungspunkts. Mir fehlen 2 weitere Ziffern. Das können viele sein. Genau. Da sie das schon so sagt, ist es wahrscheinlich auch nicht relevant. Also mache ich das jetzt gar nicht erst. Weil ich glaube, wenn wir es herausgefunden haben, würde sie schon anders reagieren. Jetzt haben wir noch die vorher. Ich weiß nicht, bringt das was? Hier spricht der Raumfrachter MS Calenco. Wir haben Ihr Signal empfangen und befinden uns auf Kurs zu Ihrer Position. Voraussichtliche Ankunft in 3 Tagen. Bitten um genaue Landeplatzkoordinaten. Okay. In Ordnung, dann fahren Sie alle Prozesse bis auf die Lebenserhaltung runter. Bohrung eingestellt. Tore verschlossen. Sind die Rover unterwegs? Rover 1 ist auf dem Weg nach Südosten. Nummer 2 hat noch ein technisches Problem. Wie schwerwiegend ist das Problem? Ich habe keine Daten, aber ein Mechaniker arbeitet daran. Gut, dann gehen Sie ruhig und packen Sie Ihre Sachen. Verstanden. Ja, okay. Das waren hier dann auch alle. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, Tessa.
Sie hat den Bohrraum in Sekunden umgebaut, während sie in der Luft schwebte. Ich glaube dir. Wir müssen mit dem Shuttle evakuieren. Wohin? Es ist weltraumfähig, dient aber der Fortbewegung auf dem Planeten. Es hat nicht genug Energie, um uns alle in irgendeinen Raumhafen zu bringen. Und es gibt Gründe, warum wir nicht auf den anderen Planeten sind und dort nach Ressourcen bohren. Sie sind kaum bewohnbar. Sollen wir also einfach warten? Nein, wir gehen auf doppelte Sicherheit. Wir senden ein Notsignal für eine Evakuierung. Unsere beste Chance ist, dass ein Schiff es hört und uns hier wegbringt. Gleichzeitig untersuchen wir den vielversprechendsten erreichbaren Planeten auf eine Überlebenschance. Die Späher kommt zurück, kam kein anderes Schiff und der Planet ist bewohnbar, evakuieren wir selbst. Das ist riskant, vor allem für die Späher. Ich bin der beste Pilot. Ich werde fliegen. Das dachte ich mir. Ich werde dich begleiten. Was? Joe, du schaffst das. Mark und ich sind ein Team seit vielen Jahren und haben von allen hier die meiste Erfahrung im Erkunden fremder Planeten. Ich werde diese Mission niemandem sonst an meiner Stelle anvertrauen. Ihr setzt das Signal ab, bereitet alles vor und regelt die Station ab, bis wir zurückkehren und ihr abgeholt werdet. Na gut. Gut, ich brauche eine Liste aller Planeten und die wissenschaftliche Einschätzung ihrer Bewohnbarkeit sowie Entfernung. Verstanden. Da ist er. Er hat extra angehalten, um auf etwas zu zeigen. Was? Es kann nur dieses Schild sein. Level 02. Könnten das die letzten Zahlen des Punktes sein? Das ist sehr gut möglich. Wäre aber auch ein großer Zufall. 29-14-02. Du solltest den Missionspunkt in der Konsole auf der rechten Seite im Kontrollraum finden können. Neuer Tagebucheintrag. Gefunden. Bei seiner Flucht deutete der Vizekommandant auf die Ziffer 02. Wir glauben, dass das die letzten Ziffern des Namens des Missionspunktes sind. Ich muss an die Konsole im Kommandoraum und diesen Punkt finden. 29-14-02. Aha, okay. Cora hat schon recht, das könnte auch ein Zufall sein, aber... Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, und ich denke mal, dass das funktionieren wird. Jetzt muss ich nur mal eben kurz gucken. Finde ich den jetzt hier? Das ist 04. Da. Erkundung 4. Unterschlupf, Schlafmöglichkeiten, 3 Personen, Solarstrom, eine weitere ebene Fläche ohne große Besonderheiten schließt daran an. Das ist der Punkt, von dem der Sicherheitsoffizier gesprochen hat. Dann wollen wir mal sehen. Moment. Start. Wähle das Fahrzeug aus, das auf dieser Mission genutzt wird. Automatische Routen. Berechnung. Diese Strecke könnte ein intakter Rover bewältigen, ja. Ich bezweifle, dass der im Hangar das auch schafft. Ich muss ihn reparieren und das Analyseprogramm laufen lassen, um mehr zu erfahren. Ja, wähle das Fahrzeug aus, das auf dieser Mission genutzt wird. Das haben wir ja gerade gemacht. Du könntest zwar eine Route setzen, aber solange wir nicht wissen, welches Terrain der Rover noch bewältigen kann, nützt uns das nichts. Wir müssen ihn also erst reparieren und sein Analyseprogramm starten. Hättest du das nicht vorher machen können? Gut, also brauchen wir definitiv den Rover. Dann spielen wir wohl doch Mechaniker. Danke, dass du mir nicht sagst, dass Mark jetzt sehr gelegen kommen würde. Okay, dann gehen wir zum Rover. Hm.
müssen bestimmt selber eine Route planen. Der kriegt das bestimmt nicht mehr hin. Gut, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Letztes Mal, als wir da dran waren, ist ja nicht so viel passiert. Prover starten. Analyse. Starte Analyseprogramm. Okay, gut. Das sollte machbar sein. Laut Analyseprogramm braucht der Rover nur eine neue Batterie, eine neue Achsaufhängung. Doch dafür muss ich zunächst dafür sorgen, dass er nicht mehr auf den hinteren Rädern steht und ich besser an die Unterseite gelange. Mit Energie in der gesamten Station habe ich Hoffnung, dass ich diese Probleme lösen kann. Ja, das mit der Batterie sollte ja relativ schnell gehen. Solange er auf dem Boden steht, kann ich das nicht einbauen. Ach was, echt? Ich kann mich auch gar nichts weiter angucken. Tja, mein Keil habe ich leider auch nicht mehr. Das ist ja blöd. Wie soll ich denn das ändern? Ach, jetzt sagt sie nichts. Ne? Jetzt kann ich wahrscheinlich nur wieder Rover starten. Wobei, wir können es mal versuchen, das wird nicht klappen. Er weigert sich zu starten und zeigt stattdessen Fehlermeldungen. Ja, okay. Ich muss ihn irgendwie anheben. Wie hebe ich ihn denn an? Wir brauchen 2 Hebepunkte, Tessa. Diese Gurte sind noch nicht lang genug. Tja, mehr Gurte habe ich leider nicht. Aber die sind noch nicht lang genug. Also so viele Möglichkeiten habe ich hier nun wirklich nicht, um das Ding anzuheben. Das ist unsere Batterie. Ich habe keine Ahnung. Die sind noch nicht lang genug. Zwei feste Spanngurte mit einer Tragfähigkeit von 10 Tonnen. Perfekt, um Dinge miteinander zu verbinden oder um großen unhandlichen Dingen einen Verbindungspunkt zu geben. Der Haken kann die Gurte gut greifen. Mit dieser Konstruktion kann ich sicher etwas Schweres ziehen oder anheben. Mhm. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Mhm. Ja, das hat ja nicht geklappt. Wir brauchen 2 Hebepunkte, ja. Tessa. Diese Gurte sind noch nicht lang genug. Wie er extra dafür herfliegt. Das ist wirklich nett. Wie kann ich sie denn hier irgendwo befestigen? Oder am Kran? Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn ich sie am Kran befestige, kann ich damit bestimmt etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Das ist etwas gut an. Moment, am Fahrzeug möchte sie das nicht. Am Kran ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, aber. Müssen wir den noch versetzen? Oder muss sie hier hin? Ich weiß es nicht. Wenn
ich sie am Kran befestige, kann ich damit bestimmt etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Mhm. Können wir den absenken? Kran steuern. Ob das so gut ist? Direkt hier drüber? Ich weiß es nicht. Wie weit kann ich denn runter? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Wenn ich sie am Kran befestige, kann ich damit bestimmt etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Moment, oder macht sie es vielleicht jetzt, weil sie das mit dem Kran gesagt hat? Nein, er kommt. Ach, Manu. Wir brauchen 2 Hebepunkte, Tessa. Diese Gurte sind noch nicht lang genug. Ich glaube, das klappt so nicht. Aber wie mache ich das? Oder muss ich den Kran näher an das Fahrzeug ranführen vielleicht? Vielleicht besser, ne? Ich weiß es nicht. Wir müssen schauen. Müssen wir ausprobieren. Ich mach mal so nah wie möglich. Okay. Das ist sehr nah. Ja, komm mal hier zurück. Jetzt ist die Frage. Wenn ich sie am Kran befestige, kann ich damit etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Ja, was sie ja nicht tun will. Jetzt geht sie bestimmt wieder hin. Er kommt angeflogen und sagt mir, das geht nicht. Ja, natürlich. Wir brauchen 2 Hebepunkte, Tessa. Diese Gurte sind noch nicht lang genug. Er sagt immer, diese Gurte sind noch nicht lang genug. Wie soll ich sie denn verlängern? Hier, Kabel. Nein. Was ist denn hiermit? Das war doch auch eine gute Idee. Den kann ich dort gut verkeilen, damit er ihn festpackt. Ich werde den Rover nicht einfach so an einem Haken anheben können. Er hat keine Öse oder Kupplung dafür. Also, ich kann die beiden verbinden. Könnte. Ich glaube, mit den Gurten bin ich... Aber er sagt mir ständig, sie sind nicht lang genug. Wie soll ich denn das ändern? Schneiden, aber warum? Das macht doch keinen Sinn. Ich überlege, ob die ganze Zeit, ob wir irgendwo noch etwas haben. Sind noch nicht lang genug... Entschuldigung. Das würde ich eigentlich ganz gerne in diesem Part noch lösen. So viele Möglichkeiten habe ich ja aber auch eigentlich gar nicht. Hier haben wir diese rostigen Fässer, die mir wahrscheinlich gar nichts bringen werden. Dann da drinnen haben wir noch das Erz. Das ist auch abgehakt, nehme ich mal an. Also... Ich hätte jetzt zumindest aktuell keine Idee dazu. Den Generator. Das Gitter, was mir wahrscheinlich auch nichts bringt. Und ein fettes Kabel, aber ich glaube, das Kabel... ich weiß nicht, wir haben... Oder hatten wir hier auch was? Oh, das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Wir haben ja da noch so ein Kabel... Hier noch so ein Kabel hängen. Wenn wir davon was mitnehmen... Wobei, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Krasses Kabel, nein.
Was hatten wir denn da? Sind nicht lang genug. Wie meint er denn das? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich den Kran dahin führe. Wir haben aber auch nicht mehr großartig irgendetwas. Also ich wüsste jetzt auch nicht, hier im Labor ist ja auch... Ja gut, hier haben wir noch die Waage. Ofenflaschen. Hier ist ja sonst nichts gewesen. Hier. Haben wir noch den 3D-Drucker stehen? Ich glaube aber nicht, dass der mir hilft. Außerdem muss da irgendein Material rein. Ich habe gar keine Ahnung, was da rein muss. Ich glaube nicht, dass ich etwas dafür habe. Die Werkbank. Gasbrenner. Oder sagt sie was, wenn ich die... Zweiflungstaten folgen. Nein, sagt sie nichts. Es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, aber man kann es ja mal versuchen. Irgendwie, irgendwas mache ich, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch einfach eine falsche Reihenfolge oder sowas. Oder vielleicht muss ich mit dem Haken noch etwas anfangen. Aber was soll ich mit dem Haken anfangen? Können wir gleich auch nochmal schauen. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Die Tür kriegen wir nicht auf. Dann haben wir hier noch... unser Heim. Und hier war nichts. Der Haken kann die Gurte gut greifen. Mit dieser Konstruktion kann ich sicher etwas Schweres ziehen oder anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Ja, aber das macht sie ja nicht. Wenn ich sie versuche, mit dem Kran zu verbinden, klappt das nicht. Versuche ich sie mit dem Auto zu verbinden oder mit dem Rover, klappt es auch nicht. Nein. Nee, das Datenkabel ist ja völliger Quatsch. Und so viele Möglichkeiten haben wir ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich müsste ja irgendetwas davon funktionieren, oder? Zwei Hebepunkte hat er gesagt, ne? Das muss irgendwie so klappen. Ich weiß noch nicht wie. Es ist... Den kann ich da auch nicht anbringen. Den kann ich dort gut verkeilen, damit er ihn festpackt. Ich werde den Rover nicht einfach so an einem Haken anheben können. Er hat keine Öse oder Kupplung dafür. Du machst mich wahnsinnig. Ich werde den Rover nicht einfach so an einem Haken anheben können. Er hat keine Öse oder Kupplung dafür. Das ist mir schon klar, aber es klappt ja auch nichts hier. Irgendwo, nee, ja, lass mal. Wenn ich sie am Kran befestige, kann ich damit bestimmt etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Genau, und wenn ich das versuche, sagt er mir, sie sind zu kurz. Warum sind sie zu kurz? Und wie ändere ich das? Keine Idee. Warum soll ich sie zerschneiden? Das macht ja keinen Sinn. Ich habe keine andere Idee. Mit der Lore verbinden geht auch nicht.
Und es ist auch völlig egal, wie ich den Kran setze. Ich komme nicht drauf. Wie mache ich das? Was ist denn, wenn ich das hier schließe? Ich will das nicht so hoch machen, weil sie muss ja auch drankommen können. Den kann ich dort gut verkeilen, damit er ihn festpackt. Aber da, wo er sich befindet, komme ich nicht an ihn heran. Jetzt hat sie was anderes gesagt. Das war eben noch nicht. Da, wo er sich jetzt befindet, komme ich nicht an ihn heran. Nee, Quatsch. Runter. Ich weiß nicht, reicht das? Leider kann die Schaufel selbst den Rover nicht packen. Aber vielleicht kann ich ihn daran befestigen. Sie irgendwie verbinden. Das war jetzt so zwar nicht gedacht, aber ist okay. Das ist die Aufregung, die Aufregung. Okay, Haken. Den kann ich dort gut verkeilen, damit er ihn festpackt. Ich werde den Rover nicht einfach so an einem Haken anheben können. Er hat keine Öse oder Kupplung dafür. Ich weiß. Wenn ich sie am Kran befestige, kann ich damit bestimmt etwas Tonnenschweres anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Ach Leute, komm, macht's mir doch nicht so schwer. Na, mit dem Haken geht das ja nicht. Sie geht schon wieder dahin. Sie sagt schon wieder nichts Neues. Warum fliegt er nicht ihr gleich hinterher, damit er mir sagen kann, dass es nicht geht? Wir brauchen 2 Hebepunkte, Tessa. Diese Gurte sind noch nicht lang genug. 2 Hebepunkte. Hier war ja kein neuer Punkt, ne? Das klappt einfach nicht. Das mit dem Kran ist schon... Ich bin da schon auf dem richtigen Weg. Ich verstehe nur nicht, was er mir damit sagen will, wenn die nicht lang genug sind. Und ich verstehe auch nicht, warum macht sie nicht einfach den Haken daran? Ah, oh, das ist ja... nervy. Verbinden will sie den nicht. Der Haken kann die Gurte gut greifen. Mit dieser Konstruktion kann ich sicher etwas Schweres ziehen oder anheben. Hilfreich wäre es aber, wenn ich die Gurte vorher an besagtem Objekt anbringe. Ich muss irgendwie an seine Unterseite gelangen. Auseinanderbauen wird mir nichts bringen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass sie vielleicht noch irgendetwas anderes vorher machen muss. Keine Ahnung, damit sie da irgendwie besser... Aber wir müssen ihn ja... Also, ich weiß es auch nicht. Mit den Gurten scheint ja schon mal gar nicht so verkehrt zu sein. Aber die sind nicht lang genug. Ich weiß nur nicht, wie und womit soll ich sie denn verlängern? Und ich habe mir ja hier eben schon alles angeguckt. Wir haben hier nichts. Ich will jetzt den Part eigentlich nicht beenden, weil ich behaupten würde, dass ich schon relativ nah dran bin. Mir fällt aber leider auch nichts ein, was wir nutzen könnten. Geh mal zum Haupttor. Hier haben wir doch etwas befestigt. Können wir nicht das mitnehmen? Ich finde bestimmt bessere Verwendung für diesen Spanngurt, wo das Tor nun offen ist. Ja! Danke! Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Na, jetzt muss das aber funktionieren. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
Okay. So. Jetzt ist nur die Frage, in welcher... Ah, okay. Nein, sag es nicht. Sag es nicht. Nein, er sagt es nicht. Haha, danke. Danke, danke. So. Okay, der Haken ist an den Spanngurten und im Kran. Mhm. Okay, Kran steuern. Und vorsichtig rauf. Hoffentlich hält der Kran das aus. Ach, wir machen es von selbst. Okay, wunderbar. Mhm. Ich weiß nicht, können wir da einfach so ran mit dem Schraubschlüssel? Ups. Nein, das hat nicht funktioniert. Guck erstmal. Jemand hat die Batterie ausgebaut. Vermutlich war sie defekt. Er braucht unbedingt eine neue. So eine Mignon-Zelle reicht nicht, oder? Nein, es muss ein kompatibles Modell mit mehreren besonderen Spezifikationen sein. Wie wenig überraschend. Suche nach der nächsten Filiale, wo ich sowas kaufen kann. Möchtest du die Entfernung in Kilometer oder Lichtjahren hören? Schon gut, ich weiß. Also, wir suchen nach einer speziellen Batterie, über die vermutlich nur die Mechaniker hier alles wussten. Das Analyseprogramm hatte natürlich recht. Diese Achsaufhängung hier ist gebrochen. Es dürfte aber nicht schwer sein, sie auszubauen. Ah, okay. Gut, das war's. Ich nehme sie mit. Alles klar. Gut, das hat sie schon von selbst gemacht. Hier ist die Batterie. So, das müsste funktionieren. Oh ja, die ganzen kleinen Gizmos im Rover sind an. Er hat wieder Saft. Das Teil stammt aus der Achsaufhängung des Rovers und ist gebrochen. Ich muss es irgendwie ersetzen. Hier steht eine Modellnummer. GN2144FN. Oh, okay. Ich würde fast behaupten, da kommt dann der 3D-Drucker ins Spiel. Alles klar. So, da dieser Part aber auch jetzt schon lange genug ist, würde ich sagen, ich beende hier und wir schauen dann im nächsten Part, dass wir den Rover zum Laufen kriegen. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss.